Hallo und herzlich willkommen zu Nachhilfe für dich. Heute will ich euch was über den Einheitskreis erzählen. Also bei dem Einheitskreis handelt es sich natürlich um einen Kreis. Das war jetzt klug. Dieser Kreis befindet sich in einem Koordinatensystem und hat die Radius 1. Also die Schnittpunkte mit den Koordinaten sind 1, 1, minus 1, minus 1. Also immer jeweils beim 1. Und dieser Einheitskreis steht in einem Verhältnis zu einem rechtwinkligen Dreieck. Das habe ich euch mal an der Seite aufgemalt und habe die Hypotenuse auch schon mal markiert. Und diese Hypotenuse, die ihr in dem Dreieck seht, seht ihr jetzt auch in dem Einheitskreis einmal eingezeichnet. Und das ist analog zum Radius. Und dieser Radius schließt quasi den Winkel Alpha mit ein und hat einen Berührungspunkt mit dem Umfang des Kreises. Also das ist hier orange gekennzeichnet in dem Dreieck und es hat einen rechten Winkel. Hier habe ich euch das Dreieck nochmal reingemalt, dass ihr das nochmal genau seht. Also die Radius des Kreises entspricht quasi dem der Hypotenuse, der Abschnitt auf der X-Achse entspricht der Ankathete von Alpha und der Abschnitt auf der Y-Achse der Gegenkathete. Und den Winkel können wir da jetzt auch reinmalen. Und jetzt hat dieser Kreis eben einen Punkt P, der liegt auf diesem Kreis und auf dem Dreieck. Das ist ein gemeinsamer Punkt. Und wenn wir jetzt herausfinden wollen, welche Bedingungen gelten, dann müssen wir uns erstmal klar machen, dieser Punkt hat eine x- und eine y-Koordinate und es gilt x² plus y² gleich 1, also wieder die 1 im Einheitskreis. Wenn wir jetzt Sinus von Alpha nehmen, erhalten wir die Ordinate des Punktes P, also den orangenen Teil, also den quasi wie hoch liegt der Punkt, also wo liegt der Punkt auf der Y-Achse. Wenn wir den Cosinus von Alpha nehmen, haben wir die Abszisse, also den X-Achsenabschnitt des Einheitskreises. Wenn wir Tangens berechnen, dann haben wir Tangens Alpha ist Sinus Alpha durch Cosinus Alpha. Ja, das war es jetzt erstmal schon mit meiner kurzen Einführung zum Thema Einheitskreis, denn das ist jetzt erstmal nur so ein Einführungsvideo. Es werden noch weitere kommen, auch zu den Sinus- und Cosinusfunktionen. Ja, und das war es jetzt mal von mir. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis dann.